Hallo meine Lieben, ich habe euch heute dieses Malbuch mitgebracht. Es sind mittlerweile 5 Bilder daraus ausgemalt, deswegen zeige ich es euch hier. Ich mag es sehr gerne, diese Art von Bildern auszumalen. Gerade mit Alkoholmarkern ist es eine solche Erleichterung, dass die Linien dicker sind. Aber dazu gleich erstmal hier, das ist eine Dauerwerbesendung, weil ich euch jetzt dieses Buch vorstelle und das könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr alle Infos dazu. Ja, Coco Wayo. Ich glaube, Coco Wayo hat ein bisschen diesen Trend losgetreten mit diesen Malbüchern, weil sie halt auch viel auf ihrem Instagram-Kanal erklären, wie man ausmalt, was man da alles machen kann. Southern Lotus macht es mittlerweile auch, aber Coco Wayo waren meiner Meinung nach die ersten und sie haben es sehr, sehr gut gemacht. Und ich sehe jedes Mal, wenn ich bei denen auf das Profil gehe, was nicht so oft passiert, sehe ich, dass sie ja einen riesen Schwupp gemacht haben in Abonnentenzahlen. Zu Recht, weil sie sich wirklich total viel Mühe geben, einem beizubringen, wie man richtig gut kolorieren kann. Also, dieses Malbuch ist, ihr seht es, es sind wieder ein bisschen dickere Linien. Ihr habt halt viel Platz auch, um selber kreativ zu werden, um eure eigenen. Ihr habt aber auch sowas dabei, das male ich ja nicht ganz so gerne aus. Aber ihr habt halt auch solche Bilder. Ich zeige es euch gleich alles nochmal in groß, dann könnt ihr das besser sehen. Es ist, wie gesagt, eine Erleichterung, mit Alkoholmarkern zu malen. Es ist Amazon-Papier, also wenn ihr mit wasserbasierten Stiften drauf gebt, habt ihr ein Problem, weil es ganz leicht aufribbelt. Und wartet mal, was kann ich euch noch zu diesem Buch sagen? Gibt es noch irgendetwas zu sagen, bevor ich jetzt halt euch das in groß zeige? Nein, es gibt auch noch hiervon einen zweiten Teil, noch ein cute, spooky. Ich komme nicht auf den Titel, aber sind ja mittlerweile ist der Markt halt überschwemmt von diesen Sachen, weil sie gerade so beliebt sind. Und ich hatte erst meine Probleme damit. Ach ja, ich wollte euch sagen, dass viele Leute hier bei diesen Flächen halt sehr viel sich einfallen lassen, sehr viel spielen, Muster einbauen in die Bilder und ja, einfach sehr kreativ hier mit werden. Es gibt aber auch Leute, die malen es ganz einfach aus. Es gibt Leute, die schattieren mit Buntstift, so wie ich. Manche machen alles nur mit Alkoholmarkern. Ja, es ist ein Riesentrend mit diesen Büchern. Ich war erst kein großer Freund davon und mittlerweile bin ich auch hooked. Also ich liebe es, aus diesen Sachen auszumalen und ich vernachlässige ein wenig meine anderen Malbücher, einfach weil das hier viel, viel mehr Spaß macht, zumindest momentan mir. Und ich verstehe ganz genau jetzt mittlerweile, warum die Dinger Trend geworden sind. Aber ich zeige euch jetzt im Näheren alles, was ihr über dieses Buch wissen müsst und natürlich auch die Bilder, die wir daraus ausgemalt haben. Viel Spaß! Kommen wir zu diesem Malbuch Spooky Cutie jetzt in Nahaufnahme. Ja, ihr könnt sehen, so sieht es von außen aus. Hier hinten habt ihr schon mal einen kleinen Einblick plus noch ein bemaltes Bild. So könnte es auch bei euch aussehen. Oder ihr werdet ganz anders kreativ. So, dann zeige ich euch jetzt mal, was euch da drin erwartet. Wenn ihr es aufschlagt, habt ihr manchmal solche Bilder, die ich nicht ganz so gerne ausmale, aber das ist ja Geschmackssache. Und ihr habt kleine Szenenbilder. Das Schöne daran ist, dass ihr dickere Linien habt, was bedeutet, dass es echt ein Genuss ist, mit Alkoholmarkern da drauf zu gehen, weil ja, über die dicken Linien läuft er nicht so schnell. Wenn ihr Alkoholmarker kennt, dann wisst ihr, dass es da ja ganz schnell Riesenprobleme gibt. Aber hier nicht. Nicht bei diesen dicken Linien. Wenn es da drüber läuft, ist man meistens selber schuld. Ja, es ist Amazon-Papier, also das bedeutet, es ist ähnlich wie Druckerpapier. Es ist dünn, es ist nicht so wasserbelastend. Also Wasser ribbelt es halt auf und ja, das ist halt nicht unbedingt ideal, ja, wenn man mit Wasser drauf geht, aber für Alkoholmarker und Buntstift, so wie wir arbeiten, geht es ganz wunderbar. Ihr seht es, ihr habt wirklich unterschiedlichste Szenen und ganz viel auszumalen. Ich glaube, es sind wieder 40 Bilder hier drin. Ist ja eigentlich in letzter Zeit immer so, 40 ist so das Riesenthema. Ihr habt auch sogar, ein
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das das Einzige ist. Ich glaube, da ist noch ein anderes Weihnachtsbild mit drin, aber da habt ihr sowas Grinchiges. Ja, also ihr habt einen Eindruck davon, wie es drinnen aussieht. Und jetzt zeige ich euch mal die Bilder, die wir schon daraus ausgemalt haben. So, das ist jetzt als allererstes dieses hier. So, die Puppenmama, die ihre Puppenkinder halt selber näht und sie dann zum Leben erweckt, ist hier. Ja. So, ein sehr schönes Bild, hat viel Spaß gemacht. Dann habe ich Folgendes ausgemalt. Das hier. So, da hinten ist Nagellack drauf gekommen, Glitzernagellack für den Schnee und dann halt für die Fensterscheiben noch klaren Nagellack, aber ja, so. So sieht das Bild halt aus. Auch das ist aus dem Buch. Richtig Spaß hat mir dieses hier gemacht. Der kleine verrückte Professor. Übrigens auf dem Erstkanal, also auf Nur Glimmerfee, wenn ihr bei den Updates guckt, so vom letzten 2 Monaten oder so, da könnt ihr dann auch sehen, wie sich so ein Bild entwickelt. Da habe ich so ein bisschen Zeitraffer drin, sodass ihr sehen könnt, wie das Bild auch entsteht. So, das hat Ma diesen Monat, also im Oktober, schon ausgemalt und ich bin sehr begeistert von diesem Bild. Ich finde, es ist sehr, sehr schön. Ich mag die Farben und ja, guckt euch diese glitzernde Kugel an. Ich denke, auch da wird wieder Nagellack zum Einsatz gekommen sein. So. Und dann das allerletzte, heute fertig geworden, ist sie, diese wunderschöne Braut, und ich bin sehr begeistert von dem Bild. Und ja, ihr seht also, ihr habt wirklich unterschiedlichste Szenen. Ich finde nicht, dass sie allzu gruselig sind, allzu düster sind. Es gibt ja auch wesentlich düstere Malbücher. Aber ja, so, ihr seht, ich habe oder wir haben jetzt schon 5 Bilder daraus gemalt und können es euch empfehlen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und ja, wenn ihr Lust habt, auf diesem Kanal findet ihr natürlich noch andere Malbücher. Ihr findet hier auch noch Puzzle. Und ihr solltet vielleicht mal einen Blick riskieren auf unseren Hauptkanal. Denn da findet ihr regelmäßig Mal-Updates. Und da könnt ihr dann auch mal so ab und zu über unsere Schulter gucken und sehen, wie wir anmalen und wie so ein Bild fertig wird, wie es halt bearbeitet wird oder angemalt wird, wie ihr wollt. Es ist ja Spaß und keine Arbeit. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ganz viel Kreativität und ganz viel Spaß an den Dingen, die ihr da macht. Bis dann!